Moin Leute, wie geht's, wie steht's? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir zum Ultra-Captain fliegen. Viele von euch werden das schon kennen. Es ist ja auch schon Ewigkeiten draußen. Aber ich dachte, ich versuch's trotzdem einfach mal. Versuch's vielleicht leichter zu erklären, wie man dorthin gelangt. Und ja, ansonsten würde ich noch eine kleine Umfrage starten. Und diesbezüglich zum Kanal, was ihr sehen wollt, was für Videos oder Projekte ich jetzt angehen könnte, zum Beispiel ob Let's Plays oder ob ihr Fazits wollt oder ob ihr weiter auch Glitches wollt oder wollt ihr ein Mischmasch, schreibt es einfach in die Kommentare, genauso wie die Games, was ihr sehen wollt und alles sowas, also würde mich echt freuen, wenn ihr da ein kleines Feedback geben könntet. Ja, ansonsten hier sind wir jetzt auf der Erde, sind direkt nach rechts geflogen, durch das Gebäude jetzt durch. Ob mit Sparrow oder zu Fuß und alles killen, ist jedem seins. Aber ich habe jetzt einfach mal aus Gründen der Zeit, sage ich mal, weil ich will euch ja nicht Ewigkeiten am Computer oder Crazy oder was auch immer fesseln. Deswegen fliege ich da einfach mal straight on durch. Und ja, ansonsten wie gesagt, schreibt was in die Kommentare. Ich nehme es auf jeden Fall sehr zu Herzen und würde mich auch über neue Abonnenten freuen, natürlich. Wenn ihr den Channel supporten würdet, wäre es auch echt hammermäßig von euch, auf jeden Fall. Und ansonsten kann ich euch auch nur meinen Livestream empfehlen auf Twitch. Da findet ihr mich unter mac_rainerx. Dort könnt ihr dann auch Livestreams von mir anschauen. Ihr könnt mir dann auch eine FA, wenn ihr auf PlayStation 4 spielt, schicken. Und dann kann ich euch auch mal bei Crota oder sowas aushelfen. Wie auch immer. Auf jeden Fall, jetzt sind wir an dem Punkt gelangt, wo wir hinwollen. Dort oben dürft ihr nicht hin, weil ansonsten könnt ihr den Sparrow nicht mehr rufen. Jetzt stellt ihr euch einfach waagerecht zur Wand. Also einfach so hinstellen wie ich. Und dreht euch dann, wenn ihr nah genug an der Wand steht, zur Wand hin. Und hofft natürlich, dass ihr dann immer noch den Sparrow rufen könnt. Das funktioniert dann so, dass die Spitzen in der Wand drin sind und ihr euch durch den Boost, den ihr dann gleichzeitig dann drückt, also sobald der Sparrow da ist, durch die Wand schiebt in der Hinsicht. So wie ich jetzt hier, gerade bin ich durch den Boden geflogen, jetzt habe ich es geschafft. So, und gut, das war jetzt nicht mein Ernst. Ja, ich kehre schon wieder um. So, dann springt ihr hier einfach mal kurz hoch, dann kommt sofort die Aktualisierung wegen Königswacht. Das ist so, als wenn ihr die Treppe hochgelaufen wärt. Jetzt könnt ihr halt keinen Sparrow mehr rufen. Dann springt ihr durch diese Wand hier. Und, dann auf diesen kleinen Raum hier, wo diese Betonplatten sind. Wenn ihr da drauf sind, habt ihr schon längst den schwierigsten Part geschafft. Dann springt ihr hier einfach auf diesen Raum rauf. Lauft hier kurz rechts. Und geht auf diesen Nebenraum. Dort, wo dieser, gedämmte Luftschacht da ist. Und jetzt zeige ich euch nämlich hier diesen Trick. Da, wenn ihr hoch genug springt, seht ihr diesen Spalt. Und genau dort müsst ihr rein, dann könnt ihr ganz easy darunter springen und seid im DLC-Bereich. So einfach ist es. Jetzt zeige ich euch noch die zwei Geister, die man sich dort holen kann. Als erstes müssen wir natürlich den Ultra-Captain legen, der ist auch nur Level 20, deswegen nicht ganz so Ultra, wie er genannt wird, aber nun gut. Was gibt's sonst so? Ihr könnt mir auch gerne mal erzählen, was ihr jetzt so kennt für andere Glitches oder ob ihr noch irgendwas hättet, was man halt verwenden kann. Wie auch immer. Ich würde mich auf jeden Fall über
wenn man was Neues findet, warum nicht? Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Jetzt erstmal hier. Dort ist der Geist. Nachdem ihr alles gekillt habt, kommt ihr da ganz easy ran. Springt einfach darauf und dann seid ihr schon dran. Für die, die es kennen, wird das Ganze jetzt hier etwas langweilig sein. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch helfen konnte oder euch den Weg noch leichter bereiten konnte. Ja, ansonsten jetzt zum zweiten Geist. Da weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wo er war, aber die beiden Spots, wo ich denke, wo ich weiß, dass er da ist, liegen nicht weit auseinander. Das sind einmal hier, wo die Leiche liegt, und einmal direkt daneben. Also ist wirklich nicht weit. Auf einen der beiden Plätze liegt er auf jeden Fall, das weiß ich. Und ja, so kommt ihr auf jeden Fall an zwei neue Geister in den neuen DLC-Bereich. Das hier wird wahrscheinlich wie der Terminus eine ganz normale Mission sein. Da wird jetzt nichts von wegen Strike oder sonst sowas irgendwie sein. Ja, ansonsten würde ich euch noch kurz den Eingang zeigen. Dort, wo ihr dann in den DLC-Bereich reinlaufen werdet. Es ist nicht viel, muss man dazu sagen. Also ich finde, ich hoffe, dass das DLC nicht ganz so ein Flop wird, zumindest der Raid auf jeden Fall. Also der Crota Raid war ja wirklich ein bisschen zu easy. Und ja, hier auf jeden Fall der Anfangspart. Und naja, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Und wie gesagt, über Kommis für die Umfrage würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich würde sagen, haut da rein und viel Spaß!